Der Kurden in Deutschland gehen weiter. In Hannover haben vor wenigen Stunden 18 Kurden das CDU-Regionshaus besetzt. Sie fordern von der Bundesregierung militärische Hilfe für ihre Landsleute in Kobane. Die syrische Stadt wird von den IS-Terroristen angegriffen. Politisch motiviert ist die Auseinandersetzung in Celle auch. Seit Anfang der Woche gehen Jesiden und Muslime aufeinander los. Doch mittlerweile ist es schon ein sehr persönlicher Konflikt geworden. Die Hemmschwelle ist niedrig. Kleinste Äußerungen reichen als Provokation. Andreas Heidorn. Die Gemüter zwischen Jesiden und Muslimen sind erhitzt. Nach der Massenschlägerei am Montag kann nur ein Großaufgebot der Polizei gestern Abend Schlimmeres verhindern. Trotzdem werden 5 Beamte verletzt. Die Lage in Syrien, sie sorgt für Zündstoff. Der Konflikt in Celle wurde aber durch etwas ganz anderes ausgelöst. Im vorliegenden Fall, denke ich, dürfte es um ein klassisches Missverständnis sich gehandelt haben. Es gibt Hinweise, dass eine Person aus dem Kreis der Tschetschenen aussieht wie ein Salafist, als solches aber keiner ist. Und das hat offenkundig die kurdische Seite so nicht wahrgenommen und deswegen gab es die Auseinandersetzung. Der Konflikt zwischen Jesiden und Muslimen, er sorgt für einen hohen Grad an Mobilisierung, auch in sozialen Medien. Viele reisen extra nach Celle. Rund 400 stehen der Polizei gegenüber. Hier am religiösen Kulturzentrum hat man für diese Ausschreitungen kein Verständnis. Die jesidische Gemeinde hier in Celle, sowie die muslimische Gemeinde auch, sind wir uns einig, wir verurteilen das, was passiert ist, bis aufs Tiefste. Und wir möchten dieses nie wieder in Celle haben und dulden sowas in Celle auch nicht. Es darf in Celle nicht dieses Bild erscheinen oder es wird auch nicht erscheinen, dass hier ein religiöser Konflikt entsteht oder entstanden ist. Dieses verurteilen wir bis aufs Schärfste. Seit Tagen ist die Stadt Celle bemüht, Jesiden und Muslime an einen Tisch zu bekommen, um den Streit zu schlichten. Fest steht, Ausschreitungen dieser Art will man hier nie wieder erleben. Die Emotionalität, gerade bei den jungen Leuten, ist schon kritisch. Das ist zu verstehen aus der Lage im Nahen Osten, aus diesen Kriegsgebieten. Wir müssen uns allerdings abgrenzen von der von außen nach Celle hereingetragenen Gewalt. Das werden wir mit allen Kräften verhindern und Celle nicht zu einem Tummelplatz für gewaltbereite Chaoten werden lassen. Die Krise in Syrien und im Irak macht vieles hier in den Gemeinden hochemotional. Da können auch kleinere Meinungsverschiedenheiten schnell mal in einem Konflikt enden. Die Polizei ist gerüstet. Die Dialogform wird auf jeden Fall fortgesetzt, muss fortgesetzt werden, weil es ein wesentlicher Baustein ist. Allerdings werden wir polizeilicherseits auch in Celle die nächsten Tage präsent sein, damit es eben keine weiteren Ausschreitungen gibt, die man aber gänzlich natürlich nicht verhindern kann. Bislang weiß noch niemand genau, was hinter dem Konflikt in Celle steckt, der in Gewalt endete. Die Polizei ist auch weiterhin in Alarmbereitschaft, denn geklärt ist hier noch lange nichts.